Willkommen zur Line Art Fashion Edition. Heute machen wir Line Art, diesmal allerdings auf Klamotten. Das Gute, wenn man umzieht, ist man fasst alles nochmal an und denkt sich, was könnte man hier machen, was könnte man daraus machen. Und du bist da richtig gut drin. Im Aussortieren oder was, ja, meinst du? Im Aussortieren, ja. Ja, naja, man kann alles irgendwie immer umfunktionieren und anders gestalten und so. Und da hatte ich so ein paar Ideen und die setzen wir heute gemeinsam um. Und zwar haben wir ja diesen Wandteppich gemacht mit der aufgestickten Line Art Dame. Ja, so ein grauer Pullover, das ist das Makramee-Garn, was wir für den Ikea-Hocker da verwendet haben. Ich glaube, das könnte gut aussehen, wenn man das aufstickt. Was ich für so einen sportlichen Pullover irgendwie ganz cool finde, ist sowas hier. Das ist so eine Dame mit Hut, also irgendwie so ein bisschen elegant und ein bisschen runde Formen. Die werde ich jetzt mal mit Schneiderkreide so ein bisschen anzeichnen und dann gucken wir mal, wie wir das draufkriegen. Also ich kenne das mit Nähmaschine. Aber ich glaube, ich probiere es lieber mit der Hand aufzunehmen. Wie fange ich das jetzt an? Ich glaube, das sind zwei. Also die beginnen beide hier unten. Die kommen dann hier wieder. Und wenn du die Schnüre auflegst und dann nachzeichnest? Damit man es ein bisschen hin und her schieben kann. Ja, ist vielleicht ganz gut. Weil das ist gar nicht so einfach einzuschätzen, auch von den Größen. Dann machen wir das diesmal andersrum. Weil man denkt immer, das sind so ganz einfache Zeichnungen, also sind ja auch ganz einfache Zeichnungen, aber dann die Dimensionen so gut hinzukriegen, das war schon bei dem Teppich gar nicht so einfach wie gedacht. Das ist jetzt irgendwie nicht so, also eine Dame erkennt man auf jeden Fall schon mal nicht. Ich schneide mal ab und mache mal den zweiten, dann vielleicht erkennt man dann mehr, weil daraus erkennt man noch nichts. Also ich finde, ich habe es jetzt schon sehr ähnlich hingekriegt, aber ich weiß nicht, sieht man, dass das eine Dame mit Hut ist? Oder sehe nur ich das, weil ich es weiß? Andererseits, das sieht so oder so irgendwie cool aus. Ich nehme jetzt zum Anzeichnen vorsichtshalber lieber einen Friction Pen statt einer Schneiderkreide, weil das einfach akkurater ist jetzt. Das sind die man so wegbügeln kann, die Stifte, wenn sie funktionieren. Das ist ein Friction Pen. Also es ist gar kein Friction Pen. Das ist kein Friction Pen? mit dem waren wir dann nicht. Das ist, glaube ich, ja, hier steht es drauf. Ach doch, hier steht es auch drauf. Ja, ich hab doch richtig geguckt. Ich nehme trotzdem den, der war irgendwie nicht. Dann nehmen wir davon halt nur die Spitze. Kann sein, dass ihr zweiter Oberschenkel jetzt ein bisschen breit geworden ist, aber insgesamt kann man damit arbeiten, glaube ich. Dann habe ich jetzt einfach schwarzes Garn hier und eine ganz normale Nähnadel und werde das jetzt so nach und nach annähen. Hier am Ende muss ich mal gucken, ich glaube, ich klappe so ein bisschen um, weil das natürlich ein Baumwollgarn ist, was unten ausfranst und das macht sich jetzt bei dem hier nicht so gut, also dass ich es übereinander lege, damit ein paar Stichen drüber gehe und dann erst den Verlauf nachgehe. Ich fixiere das jetzt hier so ein bisschen unten drum, damit es sich nicht aufdröselt. Vielleicht sogar so ein bisschen. Nehme einfach ganz normale Rückstiche und bin jetzt wahrscheinlich wieder ein Stündchen beschäftigt. Versuche das hier noch so ein bisschen zu fixieren am Ende, damit sich da auf jeden Fall nichts aufdröselt, weil das wäre ja schade. So, erste Hälfte fertig. Das schon mal gemacht mit so einer orangenen Kordel, da habe ich in der Mitte so ein Muster gemacht. Und ich glaube, also es war so eine richtig glänzige, die eigentlich für Geschenke gedacht war und die konnte man auch so abfackeln. Also da musste man am Ende gar nicht gucken, das war gar keine Baumwolle, sondern so, wie nennt man das? Diese glänzigen. Sah auf jeden Fall auch cool aus. Zum Thema
Pimpen von Kleidungsstücken, die man sonst vielleicht aussortieren würde, fällt mir noch ein. Die Kati von Oma, How to Slay Omas Kleiderschrank, macht dazu richtig coole Videos. Die nimmt die Sachen komplett auseinander und macht was ganz was anderes draus. Da verlinken wir euch auf jeden Fall mal ein Video von ihr. Das könnte den einen oder anderen von euch auch interessieren. Sorry. Tada! Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ihr könnt es mir aber in die Kommentare schreiben oder wir blenden so eine Umfrage ein. Kann man erkennen, dass es eine Dame mit Hut ist oder ist es einfach moderne Kunst? So oder so, ich finde es cool geworden. Nächstes Projekt. Dafür habe ich mir diese weiße Bluse und eine Textilmarker besorgt, beziehungsweise die Ausdrucke da drüben. Ups, dankeschön. Und zwar dachte ich mir das so auf die Schultern. Und das ist ehrlich gesagt das Projekt, vor dem ich am meisten Schiss habe, weil ich nicht weiß, ob diese Textilmarke, ob sich das wirklich so schön akkurat da drauf zeichnen lässt, wie ich mir das vorstelle. Weil sobald das ja irgendwie verrüttelt oder so und man da irgendwie so einen Haken dran geht, sieht das ja kacke aus. Es ist so schöner Flatterstoff, lässt sich gut durchpausen, aber lässt sich natürlich schwer jetzt hier gerade auflegen. Und passt die Größe, ist die Frage. Ich habe es einmal in einem auf DIN A4 ausgedruckt und dann dachte ich, das wird vielleicht zu klein, machst es nochmal größer. Hier könnte man es ziemlich gut genau hier abschließen lassen und hier abschließen lassen. Ist jetzt die Frage, ob das was bringt, wenn man das unten drunter fixiert. Danke. Na, ich weiß nicht. Gucken wir jetzt, das ist eher noch. Das lassen wir. Also ich glaube, das macht es eher schlimmer als besser, weil erstens macht es den Stoff kaputt und zweitens verzieht es. Also man hat zwar dann gleichmäßig die Wellen drin, aber man hat den Stoff eben nicht schön glatt gelegt. Mit dem linken an. Probieren wir es. Man denkt irgendwie, das ist das Einfachste, aber so ein paar schwarze Striche hier so drauf zu malen. Aber man braucht schon irgendwie eine ruhige Hand und es ist gar nicht so easy, wie man im ersten Moment denkt. Verrutscht ist es. Cool, oder? Und jetzt kommt der hier drüben hin. So. Eigentlich treffen sie sich so. Ich schneide mal ein doppelseitiges Klebeband raus, weil ich glaube, ohne klappt es besser. Nochmal die Höhe überprüfen, nicht, dass sie dann so sind. Schön, gefällt mir auch gut so filigran. Ich habe eigentlich gedacht, und es hätte vielleicht auch mit einem filigranen Marker besser funktioniert, weil ich eigentlich so richtig große, eben so ein bisschen dominantere Lineart haben wollte. Also sieht man es jetzt überhaupt. Es sieht schön aus, so filigran, finde ich, weil es einfach zur zarten Bluse auch gut passt. Und ich glaube, sie sitzen auch gut, also so leicht über den Schultern und nicht irgendwie komisch. Eine schöne Idee habe ich noch. Und zwar wollte ich auf das T-Shirt hier hinten, so an der Wirbelsäule entlang, einen Lineart-Schriftzug sticken. Stelle ich mir schön vor. Ich brauche irgendwie mal eine Lösung für diese Schneiderkreide hier. Also ein Schneiderkreidestift oder sowas. Das ist irgendwie hier immer ziemlich ungenau, was ich hier fabriziere. Für solche Stickarbeiten auf Jersey immer stumpfe Nadeln verwenden. Knallweiß einfach. Also bei so ausgeleierten alten T-Shirts muss man ein bisschen vorsichtig sein.
und wirklich mit einer stumpfen Nadel ganz vorsichtig durchgehen, nicht zu sehr ziehen, dass das nicht ausreißt. Und ich verwende jetzt hier einen Kettenstich. Sieht interessanter aus. Gucken wir mal, ob das so aufgeht. Dazu einfach hier oben immer wieder rein. Und statt die Schlaufe durchzuziehen, kurz drunter wieder hochkommen. Was ich ja probieren würde, dass ich die Schlaufen breiter werden lasse, wenn das auch beim Handlettering breiter wird. Man macht ja, wenn man so Fake Calligraphy macht, die nach oben gehen, die sind dünn und die nach unten gehen, die werden breiter. Also könnte man bei dem Love ganz gut recht enge Stiche setzen, wo man hochgeht und so ein bisschen breitere, wenn man runtergeht. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, ob ich mir da was einbilde, was ich gar nicht so hinkriege. Auch wie sich das hier so leicht wie so ein Dreieck am Rücken entlang schlängelt. Vorzeichnen könnt ihr euch sparen, also immer lieber mit so ein bisschen Abstand gucken und mit einem Bleistift vielleicht so Stück für Stück, aber ich bin ganz woanders lang gegangen, also das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe einen Favoriten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher eurer ist. Wir verlinken euch hier nochmal ein paar Stickinspirationen, wenn ihr da jetzt Lust bekommen habt, damit loszulegen und natürlich den Line-Art-Teppich. Und wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.